Mein Name ist Martin Okunuga. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin gebürtiger Lüneburger. Und ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Danach den Wirtschaftsingenieur als Bachelor studiert hier an der Universität. Und dann noch den Master obendrauf gesetzt, Management and Engineering. Und mittlerweile arbeite ich als Entwicklungsingenieur bei einer Firma hier in Lüneburg. Wir sind hier auf dem Gelände der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hier habe ich den Bachelor Wirtschaftsingenieur studiert und den Master in Management. Hier wird den Studierenden gelehrt, dass Banken, Geschäftsbanken halt normale Unternehmen sind, die auf der einen Seite sich Geld leihen und auf der anderen Seite Geld verleihen und somit im Wettbewerb wie ganz andere Unternehmen auch stehen. Das ist grundlegend falsch, aber das werde ich später noch im Detail erklären. Ja, mein Studium hat sich eigentlich aus drei Teilen zusammengesetzt oder gedrittelt, könnte man sagen. Ein Teil Ingenieurswissenschaften, ein Teil Wirtschaftswissenschaften und einen übergreifenden Teil wie Mathematik, was halt eben sich zu vielen Sachen zuordnen lässt. Ja. In den Wirtschaftswissenschaften haben wir die klassische Lehre gelernt von Unternehmen, die im Markt mit Haushalten zusammen Güter tauschen letztendlich und die verwenden dafür Geld und ja, alles ist in Ordnung, es gibt immer ein Gleichgewicht und ja, und das hat sich irgendwie nicht mit meiner Lebenswirklichkeit gedeckt. Also ich hab um mich herum geguckt und es war nicht so, dass die Leute immer glücklicher wurden und alles so war, wie es in der Theorie da war, dass man immer ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hatte, also was dann ja letztendlich auch immer zur Vollbeschäftigung oder so geführt hätte. Ganz im Gegenteil, also immer mehr Leute hatten Schwierigkeiten, dann auch einen Job zu finden. Und ja, es gibt da tatsächlich eine große Kluft zwischen dem, was letztendlich in den Lehrbüchern steht und wie dann die Lebenswirklichkeit ist. Ich habe angefangen, mich selbst zu informieren auf Anlass einer Dokumentation, die ich gesehen habe. Und da wurde sowas Unglaubliches erzählt, dass Geschäftsbanken, also wie zum Beispiel die Sparkasse oder die Deutsche Bank oder die Volksbank, also die, wo man hingeht an Automaten oder an Schalter, also die Bank, die man kennt, dass die Geld produzieren können. Das war eine Dokumentation. Das war natürlich auf Grundlage meines wirtschaftlichen Hintergrundes. Wissenschaftlichen Hintergrund ist völlig ausgeschlossen. Der größte Irrtum, den viele Leute auflegen, ist zu meinen, dass Geschäftsbanken Geld verleihen. Dem ist aber nicht so. Geschäftsbanken produzieren Geld. Jemand macht eine Einlage, beispielsweise 1000 Euro, die Bank darf davon 900 Euro verleihen, das ist dann wieder eine Einlage und davon dürfen wieder 90% verliehen werden und so steigt der Betrag. Letztendlich muss man sich das nicht mal so vorstellen, sondern man ist natürlich ein Ansatz, aber man kann auch einfach sagen, die Geschäftsbank hat die Fähigkeit, neues Geld zu schaffen, grundsätzlich neu, und das dann als digital Zahlen in Umlauf zu bringen. Eigentlich bin ich nicht besonders politisch interessiert gewesen, weil ich dachte mir, die Politiker machen ja sowieso, was sie wollen, versprechen einen irgendwas und dann nach der Wahl wissen sie gar nicht mehr, was sie erzählt haben. Und dieses verrückte Geldsystem, was ich gerade versucht habe, etwas anzudeuten, das wirft einfach viele Verwerfungen hervor. Und es gibt, also ein Hauptpunkt ist, dass die Sachen immer teurer werden. Was besonders Leute wie Studierende, auch mit geringen Einkommen, besonders hart trifft, wenn die Preise steigen. Und zwar nicht die Preise für eine Luxusuhr oder für einen neuen Laptop, sondern die Basics, die man einfach braucht zum Leben. Wohnung, Heizung, vielleicht braucht man noch Kraftstoff, Lebensmittel. Und es gibt einfach keine politische Partei, die dieses Thema aufgreift. Die Geldschöpfung. Also es wird viel über Geld geredet, aber nicht, wie entsteht das? Das ist so, als würde man zum Kinderarzt gehen und er sich aber überhaupt nicht mit der Schwangerschaft auskennt. Er denkt, die Kinder kommen vom Storch und dann sieht er irgendwelche Krankheiten, aber kann nie verstehen, dass vielleicht schon während der Schwangerschaft, während der Geburt vielleicht irgendwas grundsätzlich falsch gelaufen ist. Ja, und
die PDV, die Partei der Vernunft, ist die einzige Partei, die ich gefunden habe, die dieses Thema richtig erkannt hat. Die Verwerfung letztendlich, die wir haben in unserer Gesellschaft, die darauf zurückführen kann, dass, also auf die eigentliche Ursache, und zwar die Geldordnung. Das hier ist ein Denkmal hier in Lüneburg an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Man hat hier für jedes Jahr der Nazi-Tyrannei einen Betonsarg aufgestellt. Und ich bin bei der Partei der Vernunft, weil wir uns klar gegen sozialistische Regime wenden. Und es ist einfach zu stumpf, wenn Leute sagen, dass die Partei der Vernunft rechts sei oder irgendwelche Verbindungen dazu aufbauen, um sich dann nicht weiter mit den Themen und den harten Fakten zu beschäftigen. Also ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht von solchen einfachen Parolen verblenden. Und das hier ist ein schönes Beispiel, wie das ausufern kann, wenn der Staat zu viel Herrschaft einfach ausübt und dann gibt es so viele Opfer. Und das wollen wir nicht. Wir sind grundsätzlich dagegen, wir haben Ansätze dagegen, wir haben das Konzept der Freiheit. Und beschäftigen Sie sich bitte etwas mehr damit und lassen Sie sich nicht verblenden von Leuten, die sagen, die PDV sei rechts oder hat irgendwas mit Nazis oder mit Rechten zu tun. Also wir sind genau das Gegenteil. Das zeigt, was passieren kann, wenn die Sozialisten, die Nationalsozialisten oder welche auch immer an die Macht kommen. Wir hatten Ähnliches in Russland, in China, wo auch immer. Immer wieder das Gleiche. Es sind so viele Leute gestorben und so viele Leute haben gelitten. Und es ist jetzt genau der Punkt, wo sie sich bekennen können und sagen, das wollen wir nicht und uns unterstützen. Ja. Wir befinden uns gerade in einer Situation, wo wieder versucht wird, den Völkern Europas eine Herrschaft aufzuzwingen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten unsere Nachfolgen wieder sowas aufbauen müssen, weil wir nichts gelernt haben aus der Zeit. Also lassen Sie die Völker selber entscheiden. Und was wir brauchen, ist Power to the people und nicht to the government. Wir brauchen nicht einen starken Staat, der uns für alles schützt und uns unsere Feinde erzählt, sondern wir brauchen einfach Freiheit. Und deswegen müssen Sie das Konzept sich wenigstens mal anschauen.